Susanne Kausen ist bei uns zu Gast und sie hat die Firma Für das gute Leben und sie hat noch jemand mitgebracht. Katja Schmidt ist bei uns zu Gast und du hast eine ein Kosmetikstudio in Neuss. Dazu kommen wir auch gleich, aber du bist heute auch unser Model und wir werden mit dir zeigen, wie man die Kosmetikprodukte aufträgt. Man muss dazu sagen, die Kosmetikprodukte werden ohne Tierversuche hergestellt, sind mit Blattgold veredelt, ohne Konservierungsstoffe, was aber auch bedeutet, dass man sie gut lagern muss. Ne? Ich habe mich auch gelesen, die müssen zwischen 5 und 15 Grad gelagert werden. Und dann auch am besten auch im Dunkeln. Am besten im Dunkeln. Mhm. Und die sind je nach Produkt 1 bis 2 Jahre haltbar, wenn sie nicht geöffnet werden. Das heißt, wenn sie geöffnet werden, muss man sie innerhalb wie viel Zeit aufbrauchen? 3-4 Monate. Okay, aber das sind die ja eh leer dann normalerweise. Jetzt könnte man auch sagen, mit so einer kleinen Dose, wenn man das jeden Tag genutzt, braucht man ja nach einer Woche schon was Neues. Aber witzigerweise oder interessanterweise muss man ganz wenig nur benutzen und trotzdem spürt man das ganz extrem, dass es wirkt sofort. Und jede Produktlinie wird eben von dir ausgesucht nach dem Hauttyp. Wenn du Katja jetzt siehst, kannst du sagen, kannst du sofort sehen, was für ein Hauttyp sie ist? Oder musst du da erstmal noch fühlen? Oder wie funktioniert das dann? Nee, ich sehe das eigentlich mit bloßen Augen. Ja, okay. Und was hat sie für ein Hauttyp? Was bräuchte sie für eine Linie? Katja hat eine feuchtigkeitsarme Haut. Okay. Und die Produkte werden ja dann zusammengestellt anhand des kinesiologischen Tests. Mhm. Auf der Seite gibt es die Möglichkeit, den Hauttyp selber zu bestimmen und dann wird es an dich geschickt und dann wird es innerhalb von einer Woche ausgewertet. Ja, es ist eine Hautanalyse, mhm. Die kann man ausfüllen und dann mit mir entweder einen Skype-Termin vereinbaren, dann kann ich auch sogar die Kundin noch über Skype beraten. Die das nicht mögen, geht das auch über Telefon und es geht auch über die Hautanalyse selber. Mhm. Dann machen wir doch mal, benutzen wir mal die Produkte, die du mitgebracht hast bei Katja und du kannst mir mal sagen, was man jetzt machen muss mit welchen Produkten. Womit würden wir jetzt anfangen? Also wir haben 2 Reinigungen. Mhm. Einmal haben wir ein Waschgel und eine Reinigungsmilch. Und im Fall von Katja, bei Katja ist es eigentlich jetzt, die könnte sich eigentlich eins aussuchen. Die Milch, die schäumt nicht, das Gel schäumt wohl. Die Reinigungsmilch, um nochmal auf die Aromatherapie zu kommen, die enthält Salbei und Weihrauch, das heißt, energetisch reinigt die auf der ganzen Ebene, nicht nur eben die Haut. Mhm. Und in dem Waschgel, da befindet sich Lemongrass und Lemongrass hilft dem Menschen von gesellschaftlichen Prägungen loszukommen. Ah. Darum riechen die Menschen auch Lemongrass alle so gerne. Ach wirklich? Ja. Es riecht mich wirklich gut. Das habe ich nämlich auch zu Hause ausprobiert. Und kleiner Tipp, ich benutze es unter der Dusche und dann schäumt das richtig gut. Dann, das ist so eine ganz, weil wenn es zu Hause unter dem Wasserhahn macht, geht das auch. Aber ich fand in der Dusche so, das drauf zu machen und dann schäumt es ganz doll. Das ist irgendwie ein gutes Gefühl danach. Hier ist noch ganz wichtig zu sagen, dass hier keinerlei Chemie drin ist. Das sind wirklich die besten Tenside in dem Waschgel. Das sind Kokostenside und das ist was ganz Besonderes, das hat man auch ganz selten. Tenside, was ist das? Das ist das, was das Produkt schäumen lässt. Ah, okay. Und das ist meistens immer hochchemisch und auch gar nicht gut für die Haut. Ach so. Jetzt war das auch so, dass als wir gesprochen haben das erste Mal, dass du gesagt hast, wundere dich nicht, wenn du das aufträgst und dann im Gesicht gewaschen hast, dann spannt das am Anfang. Und das ist auch so, man denkt so, Mensch, warum spannt das so? Ist das ein Zeichen der Haut, dass eben zu wenig Flüssigkeit vorher drin war? Oder warum fühlt sich das nachher so angespannt an bei den ersten Malen, die man es benutzt? Also das ist unterschiedlich. Bei manchen Menschen spannt die Haut nach der Reinigung, weil die auch plötzlich Produkte benutzen. Das sind eben alles Produkte, die tief in die Haut einziehen, die nicht oben liegen bleiben. Und je nachdem, wenn man Produkte braucht mit Mineralölen, dann hat man so einen Panzer auf der Haut liegen. Und wenn man den damit runterholt, dann hat man die Haut in dem Zustand, in dem sie sich wirklich befindet. Und dann spannt es erstmal fürchterlich. Okay. Und die Produkte hier, die Hyaluron zum Beispiel und auch die Aromaöle, versorgen die Haut in der Tiefe. Und das dauert erstmal ein paar Tage, ehe sich da so ein Feuchtigkeitsvorrat anlagert. Das, der Begriff Hyaluron ist aber auch so, dass man das aus der Kosmetik, also der Chirurgie kennt, dass man das auch unterspritzen kann. Mhm. Würdest du das empfehlen? Ich bin kein Freund davon, Hyaluron zu unterspritzen. Lieber auf die Haut auftragen und es selber wirken lassen. Und da auch wieder schauen, was für ein Hyaluron wende ich an, weil da gibt es Riesenunterschiede. Viele werden von Tieren gewonnen. Mhm.
unseres ist biologisch. Und da ist auch noch wichtig, aber da muss man sich mehr mit Inhaltsstoffen schon beschäftigen. Es gibt da kurzkettige und langkettige Moleküle. Mhm. Die kurzkettigen gehen ganz tief runter. Hyaluron bindet ganz, ganz viel Feuchtigkeit. Und die langkettigen, die straffen die Haut oben. Und in unserem Hyaluron ist beides drin. Sehr schön. Ich denke mal, reinigen werden wir jetzt nicht, weil das ja nicht schäumt. Aber wie würden wir dann weitermachen, nachdem Katja sich die Haut gereinigt hat? Also wenn die Katja die Haut gereinigt hat, dann kommt als erstes unser Gesichtswasser. Mhm. Das ist eine ganz besondere Rezeptur. Die gab es früher nur in englischen Königshäusern. Die ist jetzt auf den neuesten Stand der Technik, sage ich mal, angepasst worden. Das sind reine Hydrolate. Orange, Neroli und Rosenhydrolat. Und das sprüht man auf die Haut und nimmt es dann mit einem Wattepad ab. Und anschließend sprüht man eben nochmal drüber, bevor man dann das nächste Pflegeprodukt. Das gehört im Grunde noch zur Reinigung. Und da muss man auch nicht warten, bis es eingetrocknet ist, sondern man kann direkt weitermachen mit dem nächsten. Das heißt, die englischen Königinnen wussten damals schon, was gut ist für die Haut. Ne? So kann man sagen. Okay, ja. Willst du sprühen oder willst du lieber. Mal auf. Einmal sprühen, genau, so. Also das ist ein ganz feiner Nebel. Mhm. Das könnte man auch unterwegs, wenn man auf Reisen ist, im Flugzeug zwischendurch auftragen. Ah. Oder auch, wenn man in der Sonne liegt und man hat so das Gefühl, oh, jetzt ist heiß und warm und das kühlt auch sehr schön. Sehr schön. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob wir, oh doch. Dann machen wir weiter mit der nächsten, also da gibt es bei mir zwei. Ich weiß nicht, ob jeder zwei benutzen sollte oder. Das ist ganz individuell unterschiedlich. Okay. Und ich habe eben schon gesagt, es ist ganz wichtig auch, dass die Haut nicht zu viel bekommt. Zu viel ist genauso nicht gut wie zu wenig. Und jetzt ist es unterschiedlich. Bei all den Menschen, denen Feuchtigkeit fehlt, käme jetzt eben das Hyaluron. Ich zeige es gerade mal. Mhm. Und das hat auch noch eine Besonderheit. In diesem Produkt ist auch Vitamin B12 enthalten. Das ist sehr gut für die Nerven. Und Kolostrum. Kolostrum ist die Vormilch vom Kälbchen. Mhm. Da wird auch keinem Tier was weggenommen. So eine Kuh, ich sag's mal kurz, weil ich da sehr oft gefragt werde, die produziert ungefähr 12 Liter und braucht aber nur 3. Okay. Und Kolostrum ist ganz enorm immunsystemstärkend und ist auch sehr, sehr gut bei unreiner, irritierter und auch bei Aknehaut. Und bei dem B12 ist es ja auch so, dass man sagt, Frauen sollten auch B12 auch zu sich nehmen, einfach weil das gut ist für Frauen, für die gute Stimmung, sage ich mal. Und sowieso für die Nerven. Für die Nerven, ja. Das ist immer, wir Frauen brauchen immer Nervennahrung in irgendeiner Form, ob es auf der Haut oder innen drin ist. Dann zeigt man, wie man das aufträgt. Da braucht man also nur eine ganz geringe Menge. Und das kann man sehr gut auch um die Augen rum auftragen. Mhm. Vorführeffekt. Ja, weil es ja neu ist, deswegen. Ja. Übrigens sind die Produkte alle in einem Airless-Spender. Mhm. Und die kann man bis zum Schluss auch aufbrauchen. Da bleibt nichts an Rest drin und die kann man nachher auch noch aufdrehen. Und so ein kleines bisschen, was du gerade auf die Haut gemacht hast, auf die Hand gemacht hast, das reicht völlig für das ganze Gesicht. Vollkommen, ja. Okay. Dann muss man das einmassieren, aber eigentlich gar nicht stundenlang, sondern. Nee, einfach nur auftragen, gleichmäßig verteilen und dann entweder bei einer trockenen Haut, wir haben dann auch unterschiedliche Öle, das ist auch immer Aromatherapie und da gibt es ein Öl, das heißt Harmonie. Mhm. Harmonie ist für entzündete Haut, für irritierte Haut, gestresste Haut, da ist auch Coenzym Q10 drin. Okay. Das ist ein Anti-Aging-Wirkstoff, der wird aus der Grapefrucht gewonnen. Und das verleiht der Haut ganz viel Vitalität und ganz viel Frische. Das muss ich nur fragen, weil das auch das ist das, was ich zu Hause habe. Das sitzt hier unten drin. Soll man das lieber schütteln vor oder ist es einfach? Man kann das schütteln, muss man aber nicht. Das, was hier unten drin rumliegt, diese kleinen Flocken, das sind Liposome. Mhm. Und Liposome ist eigentlich ein Fahrstuhl für Wirkstoffe, kann man sagen. Okay. Die Liposome ziehen die Wirkstoffe, in diesem Fall das Sandelholz, ganz tief in die Haut runter. Dann mach das doch mal bitte bei dir drauf. Katja, wie fühlst du dich jetzt schon super, ne? Ja. Das ist genau dasselbe, auch ganz wenig nur. Mhm. Und man, bei vielen anderen Cremes, die man hat, ist es ja so, dass man denkt, man muss ganz viel drauf machen, dann macht man das Gesicht und irgendwie bleibt das alles kleben. Bei dem ist es halt wirklich so, dass es sofort einzieht. Die Pflanzenöle ziehen immer komplett in die Haut ein. Mhm. Und das, was Katja gerade aufträgt, ist eigentlich schon viel zu viel. Also auch hier ganz dünn. Mhm. Und jetzt kann man auch schon sehen, dass die Haut schon durchblutet.
Und schon, du sahst vorher schon wunderschön aus, aber jetzt noch besser. Wir werden jetzt mal ganz kurz in einen Videoclip reinschauen von Ida Gard, auch noch eine wunderschöne Frau, und werden dann gleich mal zeigen, wie es weitergeht mit den Produkten. Doris heißt der Song, und dann sind wir gleich wieder da. Tanzen, wo ich gerne will.